Die Situation eskaliert sowohl politisch als auch am Aktienmarkt, wo die Indizes auf neue Jahrestiefs gefallen sind. Ihr seht es hier bei TradingView.com. In diesem Video spreche ich zunächst über die politische und wirtschaftliche Lage, die ja für die fallenden Kurse verantwortlich ist. Wir haben eine hochgradig politische Börse momentan. Anstatt dann aber Trübsal zu blasen und den Crash des Jahrhunderts heraufzubeschwören, schauen wir uns im Anschluss drei Qualitätsaktien an, die dank der gefallenen Kurse günstig zu haben sind und es dann vermutlich auch dann noch geben wird, wenn der Ukraine-Krieg in den Geschichtsbüchern steht. Mein Name ist Thorsten Tiet und mir geht es ums langfristige Investieren über Wirtschaftszyklen, über Krisen hinaus. Und ich sagte ja, drei Qualitätsaktien werden wir uns dann im Anschluss ansehen. Im Anschluss an die aktuelle Lage und das aktuelle Lagebild, welche wichtigen Faktoren auf uns, auf die Wirtschaft und auf den Aktienmarkt einwirken momentan. Das habe ich ja hier gezeichnet und ich möchte mal kurz durchgehen über das, was ihr im Großen und Ganzen vermutlich auch schon in den Nachrichten gesehen habt, aber vielleicht noch nicht so in dem Zusammenhang. Ja, das Erste wäre natürlich, das hat ja jeder mitbekommen, die Annexion der besetzten Gebiete in der Ukraine, aus Russland über die Referenten, also Scheinreferenten. Und einige dieser Gebiete oder fast alle sind ja umkämpft. Und das bringt eine neue Eskalationsstufe mit sich, wenn jetzt dann noch russisches Gebiet, jedenfalls aus Sichtweise des Kremls, dann angegriffen wird. Und die EU und die westlichen Staaten haben sich jetzt auch nicht lumpen lassen. Und wir haben ja hier die Ursula von der Leyen, van der Leyen, die ja meint, der Kreml soll für die weitere Eskalation bezahlen. Und wir haben mittlerweile das achte Sanktionspaket der EU, was jetzt gerade geschnürt wird, insbesondere mit Preisobergrenzen für russisches Öl und Importverbote für unterschiedliche Waren in Höhe von rund 7 Milliarden und für weitere Technologieprodukte. Wir haben ja bereits ein weitgehendes Verbot von russischem Öl in die EU, wobei es dann nur Ausnahmen gibt für osteuropäische Länder in erster Linie, aber das ist halt eine weitere Eskalationsstufe. Unter anderem soll dann auch der internationale Schiffsverkehr für Frachter mit russischem Öl verhindert oder erschwert werden, indem beispielsweise diese Schiffe und Schiffsladungen nicht mehr versichert werden. Da gibt es also eine ganze Menge. Man reagiert, also man sieht, wie sich das gegenseitig hochschaukelt. Interessant an der Stelle ist nicht mehr so die van der Leyen, sondern hier das russische Budget bzw. der russische Haushalt, wie ich finde. Und hier sieht man seit Anfang des Jahres 2022, hier der Ukraine-Krieg dann angefangen, dass wir quasi mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, dass dann der russische Haushalt einen schönen Überschuss erzielt hat und das noch immer so ist. Auch wenn jetzt langsam der Haushaltsüberschuss dahin zu schmelzen beginnt. Ihr wisst ja alle, dass russisches Öl und Gas dann in großem Maßstab umgeleitet wird und zu einem Discount, also mit einem Rabatt, dann gen Osten und Süden fließt, also China und Indien in erster Linie. Dass aber der Weltmarktpreis so hoch ist, dass trotz des Rabatts Russland noch ganz gut verdient. Man kann sagen, dass militärisch Russland keine gute Figur macht gegen die Ukraine. Das Land wird ja auch mit westlicher Technologie vollgepumpt und Aufklärung. Aber nichtsdestotrotz, also Russland macht keine gute Figur. Hier soll es auch gar nicht um Pro und Contra gehen oder für und wider. Ich versuche da apolitisch zu bleiben. Wirtschaftlich hingegen hat sich Russland sehr gut geschlagen bisher. Haben sich natürlich nicht vorgestellt, dass es relevant sein wird, weil sie sicherlich dachten, hier ist es schon zu Ende. Aber Russland scheint da noch eine ganze Weile wirtschaftlich jedenfalls mitmachen zu können. Dann haben wir auch noch den Einsatz, den drohenden Einsatz von taktischen Atomwaffen, der ja so im Raum schwebt. Und mit jeder militärischen Niederlage Russlands wird das tendenziell wenigstens wahrscheinlicher, weil ja keiner von uns glaubt, dass Russland nachgeben wird und einen für sie ungünstigen Verhandlungsfrieden schließen wird. Insbesondere dann nicht, wenn russisches Staatsgebiet davon betroffen ist. Und ich spiele hier natürlich jetzt auf die neuen Regionen an, die sich Russland einverleibt hat.
Das ist ein Damoklesschwert, das über allen schwebt. Ich habe ja gestern auch vom österreichischen Bundesheer, die haben einen YouTube-Kanal. Und weil es eben in die aktuelle Lage passt, haben sie auch noch was über Atomwaffen gebracht. Einen aufklärenden Bericht kann ich vielleicht unten verlinken. Ja, jetzt haben wir die Niederlage bei Liman und die Situation für das russische Militär, für Russland verschlechtert sich. Und wie ich sagte, wird dann eben auch das Greifen auf extreme Maßnahmen zurückgreifen immer wahrscheinlicher. Wir haben dann auch noch hier natürlich, nicht, dass ich es vergessen hätte, die Sprengungen der beiden Pipelines, die durch die Ostsee führen, Nord Stream 1 und 2, wo man auch wieder interessant zu beobachten ist, dass je nach politischem Lager die Finger dann ins jeweils andere Lager zeigen. Also die einen sagen, die Amerikaner waren es, die anderen sagen, die Russen haben ihre eigenen Pipelines in die Luft gejagt, um uns noch mehr Angst zu machen. Ich möchte da jetzt mich nicht an den Spekulationen beteiligen. Aber man sieht, dass hier Dinge passieren, die ja, vor kurzem noch unvorstellbar waren und dass die Eskalationsspirale sich weiter dreht und wir erstmal kein Ende in Sicht haben. Insofern ist es erstmal nicht zu überraschen oder ist es erstmal nicht überraschend, dass wir neue Jahrestiefs haben an den Aktienmärkten. Wir haben ja auch noch eine Energiekrise dazu. Das ist das hier. Also nicht ganz zufällig stehen diese beiden Ereignisse ganz oben hier in dem Diagramm. Und selbstverständlich auch mit der Sprengung der Pipelines hat sich jetzt auch nochmal die Energiekrise verschärft. Also unser Backup, falls wir einen russischen Winter, so heißt der kalte Winter, ja auch bekommen sollten, dann können wir eben nicht mehr auf russisches Gas zurückgreifen. Die 300.000 Tonnen, die da jetzt ausgeströmt sind, entsprechen ungefähr 1% der jährlich ausgestoßenen Treibhausgase in Deutschland. Also ich denke, das ist dann tatsächlich zu vernachlässigen, auch wenn das der ein oder andere Grünwähler sicherlich nicht gerne hören wird. Für uns wichtiger ist dann die Warnung hier der Bundesnetzagentur, dass wir doch bitte mal den Gasverbrauch drosseln sollen, und zwar um mindestens 20%. Denn wir haben bereits im September zu viel verbraucht und wir als private Verbraucher sollen also uns um mindestens 20% einschränken und das unabhängig von der Temperatur, bitteschön, damit wir durch den Winter kommen. Ja, die Stimmung ist also schlecht. Das zeigt auch hier der IFO-Geschäftsklima-Index. Wobei interessant ist, dass wir eben ganz große Kluft haben zwischen der tatsächlichen Geschäftslage. Das seht ihr hier, die ist nur leicht negativ, also noch deutlich besser als zum Beispiel während der Corona-Krise. Und die Geschäftserwartungen hingegen, die sind bereits auf dem Tief der Corona-Krise angelangt. Das heißt, von jetzt an geht es bergab, sozusagen, wenn ich das mal so interpretieren möchte. Die aktuelle Lage sieht gar nicht so schlimm aus. Das sieht man hier auch an der Anzahl der Insolvenzen hier in Deutschland beispielsweise. Wir haben zwar mit Hagle und einigen anderen Insolvenzen, die sehr gut jetzt unsere Befürchtungen nähren, dass wir quasi schon hier in einer existenziellen wirtschaftlichen Krise wären, aber das sind wir noch nicht angelangt. Und wir hoffen mal, dass sich die Stimmung bald wieder aufhält, weil irgendwas passiert, das die Eskalationsspirale unterbrechen wird, auch wenn es momentan noch nicht so aussieht. Ja, und last but not least haben wir die 200 Milliarden Gaspreisbremse gekriegt, wo Versorger und Energieerzeuger an bestimmten Preisen nicht überschreiten dürfen. Und dann wie das Ganze dann auch funktioniert, einfach so deckeln kann man es nicht. Weil ansonsten würde eben Strom und Gas und so weiter ins Ausland fließen, wenn wir den Marktpreis einfach so aushebeln würden. Denn, also weil es nicht geht, müssen wir die Differenz zwischen Maximal- und Marktpreis quasi aus eigener Tasche bezahlen. Das wird dann wieder sozialisiert und bis zu 200 Milliarden Euro sind hierfür vorgesehen mit dieser Gaspreisbremse. Ja, und diese Sozialisierung, die ist ja jetzt im Prinzip schon seit 2008, seit der Finanzkrise, wo man rettet, Stichwort too big to fail. Und jetzt haben wir ja auch Uniper beispielsweise gerettet. Also der Staat muss ganz schön zupacken, müssen wir mal gucken, wohin das geht, ob wir irgendwann einen
Notsozialismus quasi haben in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen Ländern auch. Naja, gut, dann wurde in Europa noch gewählt, also in Italien vor allem, aber darauf möchte ich jetzt mal nicht so eingehen. Die Inflation liegt bei 10%, das sehen wir hier. In Deutschland, in den USA liegt sie etwas niedriger bei 8,3%. Die haben halt noch kein russisches Gas gehabt, sonst wäre es das sicherlich auch höher. Und ihr seht, dass das deutlich über den Inflationsraten liegt, die die jeweiligen Notenbanken anstreben, was um die 2% liegt. Und da muss man natürlich entsprechend was tun. Und das heißt Zinserhöhung, das wisst ihr auch schon. Ich möchte jetzt nicht so stark drauf eingehen. Was sonst noch so passiert ist, beispielsweise in Großbritannien, da gab es da gab es dramatische Kursverluste nicht nur des britischen Pfunds, sondern auch der 30-jährigen Langläufer der Anleihen. Aber ich glaube, das können wir auch erstmal weglassen. Was jetzt vielleicht interessanter ist für uns, das sind Kaufchancen bei Qualitätsaktien. Wir haben ja jetzt eine Menge negativer Nachrichten, die ich ja euch so im Schnelldurchlauf so ein bisschen gesagt habe, auch wenn ihr das meiste schon kanntet und ihr seht jetzt hier die entsprechend fallenden Kurse und ihr wisst, dass wir aber aus hohen Höhen kamen, dass wir insbesondere bei Technologieaktien große Übertreibungen gehabt haben im Aktienmarkt, das werden wir auch gleich sehen. Und jetzt ist doch schon einiges an Luft abgelassen worden. Und der Grundgedanke ist jetzt, wenn wir mutig investieren in Zeiten, wenn das Blut fließt, also das ist ein makaberes Bild und die Kanonen donnern, aber so sagt man es eben, und das Ganze sich irgendwann dann mal wieder hoffentlich in Rauch auflöst, ich meine jetzt die Konflikte, dann werden wir nach wie vor Qualitätsaktien haben und eben noch Qualitätsunternehmen. Und dann werden die Aktienmärkte auch wieder steigen und insbesondere unsere Qualitätsaktien werden steigen, weil sie eben zu Unternehmen gehören, das werden wir auch gleich sehen, deren Gewinne ja auch langfristig steigen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in Aktienfinder rein. An der Stelle noch keine Kaufen, keine Verkaufsempfehlung. Und klar, wir wissen nicht, was morgen passiert, ob die Aktienkurse noch weiter abschmieren werden. Deshalb ist auch der Kauf über Tranchen beispielsweise keine schlechte Idee. Ich habe mir jetzt drei Aktien ausgesucht. Und die gucken wir uns mal an. Es sind drei Aktien, die 52-Wochen-Tiefs haben, die also jetzt vermeintlich erstmal günstig zu haben sind. Und wir gucken uns da mal jetzt bei denen die Lage an. Es handelt sich um Alphabet, um Microsoft und um Procter & Gamble. Und ich möchte mal mit Alphabet anfangen, aber nicht bei Adam und Eva, was Geschäftsmodell etc. ist, sondern wie die aktuelle Lage ist. Und ob die Aktien jetzt günstig bewertet sind, immer darauf gehe ich ein. Also was man schön sehen kann bei Alphabet, sobald wir die Aktie ausgewählt haben, dass wir eine Qualitätsaktie haben, ist ganz klar auffallend, dass sie vom Corona, den Lockdowns, vom geänderten Kaufverhalten hin zu Online-Käufen enorm profitiert haben, natürlich über die Werbung insbesondere, die dann die Werbetreibenden geschaltet haben. Wir werden in dem Zusammenhang dann auch noch kurz Shopify angucken und mal schauen, wo da jetzt der wesentliche Unterschied ist. Wir haben jetzt eine Konsolidierung auf hohem Niveau bezüglich der Gewinnentwicklung. Die Umsätze steigen noch weiter, aber ihr seht, dass die Gewinne leicht rückläufig sind aufgrund fallender Margen. Die fallenden Margen haben insbesondere mit gestiegenen operativen Kosten zu tun. Denn Alphabet stellt noch neue Mitarbeiter ein, allein im letzten Quartal über 10.000, 10.108 um genau zu sein, in den vorigen Quartalen auch jeweils mehrere tausend Mitarbeiter. Alphabet agiert aus einer Situation der Stärke heraus. Ihr seht auch die Bilanz, ohne dass ich da jetzt allzu genau drauf eingehen möchte. Faktisch schuldenfrei, sehr stabile Cashflows. Und der Unterschied jetzt, lassen wir uns erstmal noch kurz den Aktienkurs anschauen, jeweils nur den Aktienkurs ganz am Anfang. Und da seht ihr, dass die Aktie ganz schön zurückgekommen ist, haben verloren aufs Allzeithoch 36%. Wenn wir jetzt mal eine andere Aktie angucken, zum Beispiel, ich hatte es schon erwähnt, Shopify, dann haben die noch viel mehr verloren. Und beide sind sozusagen, oder sie sind in verwandten Branchen tätig,
bei Shopify. Damit werden die Webseiten gebaut, über die quasi bezahlt wird. Und bei den Webseiten kann man sich das so vorstellen, da wird dann Werbung geschaltet, damit eben über diese gebauten Webseiten mit von Shopify bezahlt wird. Insofern sind die schon irgendwo in angrenzenden nahen Branchen tätig. Und ihr seht, dass Shopify jetzt beispielsweise über 80% vom Allzeithoch verloren hat. Und dann könnte ja der ein oder andere denken, wenn man die Kurse vergleicht, dass jetzt Shopify die bessere Aktie ist, weil die ist ja jetzt vermeintlich günstiger zu haben. Ist dem tatsächlich so? Nein, das sehen wir zum einen, wenn wir hier einfach mal die Multiples uns angucken und dann mal vergleichen. Hier haben wir das KUV und jetzt vergleichen wir das mal mit dem KUV von Alphabet. Und da könnt ihr wunderbar sehen, dass um ein Vielfaches die Shopify-Aktie von Google, im Vergleich zu Google bewertet war, teilweise oft mit KUVs von über 40, während Alphabet vielleicht auf dem 8er oder 7er KUV kam. Und jetzt haben wir hier die massive Korrektur von über 46 bei Shopify auf 6. Also da ist mächtig Luft abgelassen worden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite könnt ihr immer noch sehen, dass Shopify weiterhin höher bewertet ist als Alphabet, weil auch bei Alphabet ist ja das KUV gefallen. Da haben wir jetzt noch 4,4er KUV. Der unternehmerische, betriebswirtschaftliche Unterschied zwischen den beiden ist, dass bei Alphabet läuft es und bei Shopify läuft es nicht. Wir haben nämlich gerade jetzt vor kurzem, also Ende dieser Woche, am Freitag ein Investor-Update gemacht zu Shopify. Und nur um es in aller Kürze zu sagen, also Shopify hat sich böse verschätzt, was das Marktwachstum angeht. Auch Shopify hat natürlich analog zu Alphabet stark profitiert von Corona. Sieht man hier auch, dass die Umsätze stärker gestiegen sind. Auch die Margen sind, die Netto-Margen machen wir mal weg, auch die Margen sind richtig angesprungen von Geld verbrennen hin zu Geld verdienen. Und jetzt seht ihr aber wieder, dass die Umsätze, die Umsatzentwicklung, das sehen wir dann auch, seht ihr dann auch schön hier in dem Investor-Update, da haben wir noch eigene Grafiken gemacht, hier beispielsweise, dass das Umsatzwachstum immer weiter zurückgeht, nicht nur im Vergleich zu den Hochs bei Corona, sondern auch im Vergleich zu dem Wachstum vorher. Und das Management ist ja auf dem falschen Fuß erwischt worden, hat vorher viele eingestellt, viele neue Mitarbeiter eingestellt und muss jetzt entlassen, weil viele Mitarbeiter heißt auch viele Kosten und deshalb gehen jetzt auch die Margen entsprechend nach unten. Und durch das niedrige Wachstum, das jetzt großes Motto, kaum noch höher ist als bei Alphabet, falls überhaupt, muss jetzt auch bei der Bewertung eine Menge Luft entweichen, weil ihr habt ja gerade gesehen, wie hoch die Aktie bewertet war. Bei Shopify haben wir also Entlassungen aufgrund von einer Fehleinschätzung des Managements und bei Alphabet, da läuft es soweit, da werden Leute weiterhin eingestellt. Die Margen sind leicht rückläufig, aber wenn ihr es ja nochmal seht, im Gegensatz zu Shopify eben nur leicht und hier wird immer noch mächtig Geld verdient. Also wir haben es hier auf einem ganz hohen Niveau noch mit den Margen, deutlich höher als in den Vorjahren. Die Alarmglocken müssen bei Alphabet also nicht klingeln. Jetzt wird es dann interessant, ob die Aktie jetzt ein Schnäppchen ist, also günstig bewertet zu sein scheint. Ihr seht ja, wie massig der Aktienkurs auch im Vergleich zu vor Corona zugelegt hatte. Und jetzt kann man sich die Gewinnentwicklung mal daneben liegen lassen, und um dann schon einen Eindruck zu kriegen, ob das fundamental irgendwo Hand und Fuß hat. Und ihr seht dann tatsächlich, dass die steigenden Kurse massiv steigende Unternehmensgewinne quasi leicht vorweggenommen haben. Das ist das typische Bild, wie es an der Börse läuft. Natürlich kriegen das die Börsianer mit, dass die Geschäfte gut laufen. Wir haben hier dazwischen auch immer die Quartalszahlen, wo dann die Börsianer auch entsprechend bestätigt werden. Interessant ist, dass wir momentan hier ein bereinigtes KGV haben von unter 15. Und im Durchschnitt hier seht ihr, dass die Alphabet-Aktie mit um die 20 bewertet war. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal hier den fairen Wert so drüber legen und mal ein bisschen reinzoomen, dann könnt ihr schon sehen, dass ja tatsächlich, also zunächst einmal, der Kurs und der faire Wert, also relativ schön im Gleichklang laufen. Und dann seht ihr hier, dass aus einer Übertreibung die Untertreibung vermeintlich gekommen ist. Ihr seht hier auch die Wachstumsraten. Wenn wir uns die angucken, dann seht ihr hier, dass da mal ein ganz starkes Wachstum war beim bereinigten Gewinn. Der ist ja
wirklich enorm in die Höhe gesprungen, 76%, aber hier davor haben wir um die 15% und um die 15% soll es dann auch später wieder werden. Es gab immer einzelne Jahre, wo der Gewinn extrem stark nach oben gesprungen ist, aber Alphabet ist gut aufgestellt und wir haben hier zwei einzelne Segmente, die Geld lassen, das könnt ihr hier sehen. Insbesondere bei der Google Cloud, die ist noch negativ und die anderen Bets, aber das Kerngeschäft, das läuft und das erweist sich auch als ziemlich widerstandsfähig tatsächlich. Man kann hier noch ein bisschen nach unten korrigieren, wenn man möchte. Das kann man im Prinzip immer machen mit der Argumentation, dass wir momentan so eine hohe Unsicherheit haben. Könnte man zum Beispiel auf den 16er runtergehen und dann hätte man aber immer noch eine positive Renditeerwartung aufs Jahr von 9,1%, alles Kursgewinne. Und dabei wäre man schon deutlich nach unten gegangen. Also Alphabet aus der Sicht, wer auf Dividenden verzichten kann, halte ich für attraktiv. Man könnte sich hier auch noch ein Kauflimit setzen, könnt ihr selber selbstständig anpassen und auch mit den Hilfslinien noch ein bisschen spielen, wo dann eure Einstiegskurse vielleicht sind, die dann tiefer sind als der aktuelle Kurs, um dann zur gewünschten Rendite zu kommen, wenn ihr entsprechend hier auch die Multiples, wenn ihr wollt, für die fairen Werte angepasst habt. Ich halte die Alphabet-Aktie tatsächlich für attraktiv bewertet und aussichtsreich als langfristiges Investment. Dann gucken wir mal zur nächsten Aktie. Bevor wir jetzt zu Microsoft kommen, würde ich sagen, der Abwechslung halber holen wir uns mal einen Dividendenwert, einen Dividendenaristokrat sogar, und zwar Procter & Gamble. Das sind ja die vermeintlich sicheren Häfen, also im ja, Consumer-Bereich. Und ihr seht hier auch, dass es aber auch bei diesen Unternehmen auch immer wieder Phasen gibt, wo das Wachstum einfach stagniert, weil da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Und es gibt auch immer wieder hier diese Abschreibungen. Übrigens zeigen wir jetzt im Aktienfinder auch den bereinigten Gewinn schon im Qualitätscheck an. Ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen schon aufgefallen ist. Der bereinigte Gewinn ist ja der bilanzierte Gewinn abzüglich außergewöhnlicher Geschäftsvorfälle, beispielsweise eben Abschreibungen oder Strafzahlungen oder steuerliche Besonderheiten, Rückzahlungen oder auch Strafzahlungen steuerlich, je nachdem. Ihr seht aber, dass bei Procter und Gamble oder vielleicht wahrscheinlich wisst ihr es schon, die hatten sich ja in den letzten Jahren recht gut geschlagen. Man sieht auch hier, wenn man nur den bereinigten Gewinn einblendet, sieht man das schon rein optisch, dass nach einer längeren Stagnationsphase die Gewinne wieder gestiegen sind. Und auch das Dividendenwachstum hat auch tatsächlich wieder zugelegt. Auch das kann man rein visuell schon erkennen. Procter und Gamble hat sich also quasi, ja, aus der Stagnationsphase heraus gesundet, umorganisiert und der Aktienkurs, der hat es dann auch gezeigt. Hier ist auch die Stagnationsphase. Man kann auch immer wieder wunderschön sehen, wie Kursentwicklung und Gewinnentwicklung quasi zusammenspielen und dann sind die Gewinne wieder gestiegen und der Aktienkurs hat sich gefreut bis vor kurzem, denn auch bei Procter und Gamble sind wir jetzt unterm Allzeithoch und zwar haben wir da jetzt schon über 20% abgegeben vom Allzeithoch. Da natürlich jetzt auch die Frage, ist die Aktie nun günstig bewertet? Weil auch in den Foren wurde auch immer wieder gesagt, auch zu Recht, dass die Aktie doch schon recht teuer sei, vor allem im Vergleich zu Alternativen wie beispielsweise Unilever, die wir uns dann auch noch gleich angucken werden, so wie wir jetzt Shopify angeguckt haben, als wir kurz auf Alphabet eingegangen sind. Das letzte Quartal bei Procter & Gamble hat etwas enttäuscht tatsächlich. Alle Konsumgüterhersteller haben ja stehen unter Margendruck aufgrund der gestiegenen Inflation, weil die Erzeugerpreise natürlich steigen. Das heißt, die Rohstoffe werden knapper und sie werden teurer, nicht nur bei Sonnenblumenöl, das wisst ihr wahrscheinlich, habt ihr auch bestimmt schon mitgekriegt. Und dann müssen die gestiegenen Preise natürlich weitergegeben werden. Dem einen gelingt es besser, dem anderen gelingt es schlechter. Das Ganze passiert meistens auch mit einer gewissen Verzögerung, sodass das nicht eins zu eins geschieht, sondern immer eine kleine Belastung ist. Darüber hinaus haben wir bei Procter & Gamble, die ja in US-Dollar fakturieren, auch noch das Problem des starken US-Dollars, das wir übrigens bei allen drei Unternehmen haben, aber es ist unterschiedlich stark ausgeprägt, je nachdem, wie gut die hedgen und wie viele Umsätze die außerhalb des Dollarraums machen. Eigentlich wollte ich hier auf die Region gehen und dann sieht man, dass die international
Umsatz machen, über die Hälfte, 55%. Und da ist natürlich viel dabei, wo abgewertet wird. Ihr seht hier Europa, noch im Jahr 2019 wurde das getrennt ausgewiesen, damals waren es 23%, also nach den USA der zweitstärkste Raum. Und da hat natürlich der britische Pfund und der Euro stark verloren. Das ist auch Gegenwind. Das Management hat im letzten Quartalsbericht dann den Ausblick etwas gesenkt. Umsatzwachstum um die 3 bis 5% vielleicht. Und das hat den Markt dann auch entsprechend enttäuscht. Ihr müsst ihr auch hier sehen, dass auch hier angezeigt wird, dass das Umsatzwachstum jetzt zurückgeht, also rückläufig ist. Nachdem wir ja 8% hatten, haben wir jetzt sogar nur 1,3% und dann soll es wieder etwas anziehen auf 4%. Und interessant ist, wenn wir uns da jetzt mal zum Beispiel Unilever angucken, also hier bei Procter & Gamble sind wir jetzt auf einem Jahrestief und sind jetzt ja auch bei Kursen, die hatten wir ja 2019 gesehen, also vor Corona. Und wenn wir jetzt mal Unilever angucken, macht langfristig keine bessere Figur. Da sind wir jetzt bei Preisen, die hatten wir schon 2017 gehabt. Aber wir sind nicht auf dem Jahrestief. Das Jahrestief lag bei hier unter 34 Dollar, britischen Pfund. Und mittlerweile sind wir wieder bei knapp 40 Pfund angelangt. Also hier geht es aufwärts. Und interessant ist, dass wenn wir uns hier mal ein bisschen das Ganze anschauen, dann sehen wir, dass die Wachstumsraten hier für die nächsten Jahre, die sollen leicht negativer sein als bei Procter & Gamble, aber nur relativ leicht. Jetzt lasst uns mal kurz zurückgehen zu Procter & Gamble und dann mal schauen, so, wie die Bewertung dieser beiden Aktien ist. Es gibt natürlich noch andere Aktien, die man dann sich anschauen kann im Vergleich im Bereich Konsumgüter. Also gucken wir uns Unilever hier mal an. Und da seht ihr, dass Unilever deutlich günstiger bewertet ist als Procter & Gamble. Obwohl der Ausblick momentan fürs laufende Geschäftsjahr bei Unilever bezüglich des Umsatzwachstums sogar höher ausfällt. Das ist natürlich interessant. Also wir haben hier relativ große Unterschiede. Und ihr bei der Dividende ist übrigens auch, also wenn die Dividende bei Procter & Gamble liegt bei 2,8% und bei Unilever liegt sie deutlich drüber. Da sind wir bei deutlich über 3%, 3,6%. Zudem sollten wir jetzt einen Rückenwind haben, weil die ja im britischen Pfund fakturieren, sodass ich davon ausgehe, dass Unilever vermutlich sich jetzt erstmal besser entwickeln wird als Procter und Gamble. Und wenn ich mir dann hier die Unterschiede angucke bei der Bewertung, da würde ich in diesem Fall tatsächlich eher zu Unilever greifen als zu Procter und Gamble. Ich möchte aber trotzdem noch der Vollständigkeit halber hier die Bewertung mal einblenden. Und zwar hier nehmen wir auch den bereinigten Gewinn. Standardeinstellung erstmal. Und da sieht man schön, dass für ein Konsumgüterunternehmen die Kurse doch relativ stark ausschlagen, was die Abweichung vom fairen Wert angeht. Und wenn jetzt nachdem es bei Procter und Gamble dann betriebswirtschaftlich wieder besser ging, wenn wir eine extrem lange Phase gehabt haben, nämlich beginnend von Anfang 2019 bis vor kurzem, wo die Aktie halt überbewertet war. Und jetzt sehen wir dann tatsächlich wieder, dass wir bei Procter und Gamble eine Bewertung haben, die annähernd fair ist, beruhend auf der historischen Bewertung, wo wir dann auch eine Renditeerwartung hätten von inklusive Dividende knapp 8%, was dann wieder ordentlich war. Bis vor kurzem war das ja ganz anders. Da hatte man negative Renditeerwartungen auf Ende des nächsten Geschäftsjahres, trotz der Dividende. Ich denke, es wird den einen oder anderen noch Unilever interessieren. Das heißt, gucken wir uns das auch noch kurz an, wie es bei Unilever aussieht. Die haben also auch ein KGV, das um ungefähr 2 Punkte, wenn ich mir das gerade noch richtig gemerkt habe, niedriger ist. Hier ist der bereinigte Gewinn. Und das sehen wir auch wie bei Procter und Gamble, dass wir Phasen haben, wo der Gewinn stärker angestiegen ist, was auch sofort honoriert wurde vom Markt.
Jetzt haben wir aber eine Stagnationsphase. Der Markt bestraft das Ganze. Und ja, was die Zukunft bringt, weiß keiner so genau. Aber momentan sieht es eher aus, dass Unilever stärker wachsen wird im laufenden Geschäftsjahr als Procter & Gamble. Wenigstens, wenn ich den Bloomberg-Bericht mir, wenn ich den Bloomberg-Bericht zurate ziehe. Ich gucke nämlich gerade mal, wenn wir einen Vergleich machen, was die Analysten sagen, dann sagen die, der bereinigte Gewinn soll um 2,7% wachsen. Und ich glaube, bei Procter und Gamble war das sogar noch ein bisschen höher gewesen. Schauen wir mal. Ne, das sind es auch 2,7, 1,9. Ne, nee, bei Unilever, das passt schon. Bei Unilever haben wir ein bisschen stärkeres Wachstum tatsächlich. Also alles richtig. Gucken wir uns mal kurz dann die Bewertung an. Und dann nehmen wir hier den bereinigten Gewinn. Der ist das der hier. Und dann seht ihr, dass die Aktie da relativ günstig ist. Hier würde ich tatsächlich nach unten korrigieren, weil wir momentan auch betriebswirtschaftlich schon seit längerem immer noch in einer schwierigen Phase sind und Unilever sich erstmal beweisen muss, dass ihr Gewinnwachstum wieder Fahrt aufnimmt, so wie sich das die Analysten erhoffen. Könnte man dann durchaus mal runter korrigieren auf 17,6. Und selbst dann hat man aber eine Renditeerwartung, die leicht über der von Procter & Gamble liegt. Das heißt, ich würde hier tatsächlich eher zu Unilever tendieren, die auch noch breiter aufgestellt sind. Einmal Nahrungsmittel und dann noch Pflege. Und Procter & Gamble hat ja keine Nahrungsmittel. So, jetzt kommen wir dann zur Nummer 3. Das ist eine meiner Lieblingsaktien und die ist auch endlich wieder günstiger zu haben. Und zwar um wie viel Prozent? Die haben um rund 30% abgegeben innerhalb der letzten, ja, Pi mal Daumen, 9 Monate. Und das ist auch ganz ordentlich. Microsoft, da zeige ich immer gerne hier die unterschiedlichen Segmente. Die haben 3 Segmente mit der Intelligent Cloud, wo sie auch Geld verdienen, im Gegensatz zu Alphabet beispielsweise oder Alibaba mit Wachstumsraten von um die 30% plus. Da ist dann aber auch das Azure drin, der SQL Server und dann haben sie Productivity and Business Processes. Da ist dann zum Beispiel der Windows Server dabei, die Office-Programme sind dabei. Dann haben Sie More Personal Computing. Wenn ihr das jetzt nicht auf dem Apple-Rechner anschaut, sondern auf einem Windows-Rechner, da sind die Betriebssysteme dann dabei, wo jetzt auch quasi ja, euer Browser und alles drauf läuft. Und da ist auch Hardware dabei, wie Xbox etc. Und wenn ihr euch hier die Margen anschaut, liegen alle zwischen 35 und 47% in den Segmenten. Also ist alles einträglich. Das sind 3 ganz starke Säulen, auf denen das Geschäft von Microsoft steht und man sieht hier doch einfach, wie toll das läuft. Auch hier ganz wesentliche Unterschiede teilweise, vor allem damals, als es nicht gut lief, bezüglich bereinigtem Gewinn und bilanziertem Gewinn. Mittlerweile keine allzu großen Unterschiede mehr und man sieht, dass Microsoft sich nach schwierigen Jahren bis 2015 gefangen hat und jetzt auf zu neuen Größen gekommen ist. Wir sehen hier auch erstmal eine leichte Stagnation, nachdem das Gewinnwachstum regelrecht explodiert ist, aber im Gegensatz beispielsweise zu Alphabet keine rückläufige Gewinnentwicklung, sondern einfach erstmal eine Stabilisierung auf hohem Niveau. Und wenn wir jetzt mal den fairen Wert uns anschauen, dann können wir auch gerne andere faire Werte nehmen, weil typisch Qualitätsaktie, sage ich mal hier, man sieht, dass alle Größen, aus denen man den fairen Wert berechnen kann, die gehen relativ gleichmäßig nach oben. Und wenn man einfach mal hier hingeht und die ganzen fairen Werte einblendet, dann sieht man, ja, bis auf die Dividende, aber wegen der Dividende kauft es auch kaum jemand. Also Microsoft erhöht nicht so aggressiv die Dividende, wie sie es sicherlich tun könnten. Das sieht man hier. Die Gewinne springen nach oben, die Dividenden, die werden ja relativ gemächlich erhöht. Deshalb geht der faire Wert Dividende auch nicht durch die Decke. Und bei Microsoft muss man ja immer noch hingehen und die Bewertung ein bisschen anpassen, den Bewertungszeitraum, weil wir hier noch die Durchschnitte drin haben, wo Microsoft noch ja, operative Probleme hatte.
Man kann hier bei 2016 anfangen und da hat der Markt dann die Aktie schon höher bewertet und dann springen die Fernwerte ein bisschen nach oben, weil wir dann die KGVs der Jahre 2013, 2014, 2015 ausklammern, wo Microsoft niedrig bewertet wurde. Sieht dann so aus. Dann mache ich den Fernwert bilanzierten Gewinn noch weg und dann sieht es so aus. Kann man ein bisschen ranzoomen und auch hier sieht man die Überbewertung der letzten Jahre, die teilweise wirklich markant gewesen ist, mit Fernwerten irgendwo zwischen 170 und 190 Dollar beispielsweise bei Aktienkursen, die aber bei 270 Dollar lagen. Spitze waren wir bei über 340 US-Dollar, jetzt sind wir gefallen auf 230, etwa leicht mehr, 233 US-Dollar und haben uns endlich wieder den fairen Werten angenähert, die irgendwo liegen zwischen ja 205 und 225 US-Dollar. Und wenn wir hier aufs Ende des nächsten Geschäftsjahres gucken, dann sollten die Gewinne weiter gewachsen sein und Cashflows, dann hätten wir hier faire Werte zu erwarten, um die 260 US-Dollar. Und das wäre dann immerhin schon mal eine positive Renditeerwartung von um die 7% mit einer absoluten Qualitätsaktie, wo so viel jetzt erstmal nicht anbrennen sollte, hoffe ich doch jedenfalls mal. KGV von 23 in der Vergangenheit sieht man uns doch auch hier nochmal schön sehen. Also hier haben wir das KUV, wir können uns aber auch das KGV mal angucken. Und da seht ihr hier, dass die Aktie teilweise über 30 mit einem KGV von über 30 bewertet war und jetzt sind wir hier gerade noch leicht über 20 aus der Sicht. Also endlich mal wieder eine Möglichkeit, relativ günstig oder fair an die Microsoft-Aktie zu kommen. Wie ich sagte, keine Kauf-, keine Verkaufsempfehlung. Und man muss natürlich immer Nerven bewahren in der heutigen Zeit mit den entsprechenden Schlagzeilen. Ihr solltet auch nur investieren mit Geld, das ihr nicht für die nächste Stromrechnung beispielsweise braucht. Also ihr müsst da natürlich schon über ja, einen längeren Zeitraum investieren, bis dann die fairen Werte, bis dann das Geschäft und die Gewinnentwicklung entsprechend den Aktienkurs nach oben treibt. Vor allem, wenn die ja, Rahmenbedingungen weiterhin so sind, wie sie momentan sind. Aber es bringt ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und Trübsal zu blasen. Man sollte mit einem gewissen Grundoptimismus halt weiter durchs Leben voranschreiten. Und als Investor heißt das halt, dass ja, wenn die Aktienkurse fallen, dann guckt man halt, wo man zugreifen könnte, immer unter der Annahme, dass es irgendwann schon wieder besser wird. Ja, das waren jetzt drei Aktien, die ich euch mal gezeigt habe, die 52-Wochen-Tiefs hatten, wo es interessant war, mal drauf zu schauen. Ich hoffe, es war ein schönes Video für euch. Drücke uns allen gemeinsam die Daumen, dass wir wieder bessere Zeiten sehen. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Könnt gerne Kommentare reinschreiben, wie ihr die Aktien findet, wie ihr die aktuelle Lage empfindet. Ansonsten dürft ihr euch dann aufs nächste Video freuen. Ciao!